Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn man den SPD-Fraktionsvorsitzenden reden hört, da schwankt man ja irgendwo zwischen Angst und Mitleid. Man muss sich ernsthaft mal fragen, was ist aus der einst so stolzen Sozialdemokratie hier in Sachsen geworden? Das war substanzloser Parlamentsklamauk, das passt in den Provinztheater, aber nicht in den Sächsischen Landtag, meine Damen und Herren. Ich meine, allein diese Verbindung aufzumachen zwischen einer Imagekampagne, zwischen Standortwerbung und auf der anderen Seite Aufgaben, die ein Land ohnehin zu erledigen hat. Mit demselben Argument, lieber Martin Dulich, könnten wir auch die Instandhaltung für unsere Schlösser und Burgen einstellen, mit dem Argument, dass wir dafür den Kitaschlüssel erhöhen. Das hat doch miteinander überhaupt nichts zu tun. Sie wissen das. Sie versuchen es trotzdem populistisch auszubeuten. Das ist peinlich. Und meine Damen und Herren, Sachsen ist ein gutes Produkt. Und wir können stolz sein auf das, was Sachsen natürlich bietet, aus seiner Geschichte heraus, aus seiner Landschaft und auch auf das, was in den letzten Jahren geschaffen wurde. Mit der SPD ist es ein bisschen schwieriger. Die SPD ist eher ein Ladenhüter und bei Ihnen hilft auch die teuerste Werbekampagne nichts und auch nicht Klamauk hier im Parlament. Zu Ihren politischen Vorwürfen. Man muss ja die Politik dieser Staatsregierung nicht mögen. Und als Opposition darf und muss man sie sicher auch kritisieren. Aber eins können ja nicht mal Sie leugnen. Unter Schwarz-Gelb steht Sachsen besser da als die Zeiten, wo Sie mitregiert haben. Ich will nur mal einige Kennziffern nennen. Arbeitslosigkeit unter einem SPD-Wirtschaftsminister 13%, heute unter 10%. Dieser Fakt besticht doch, meine Damen und Herren. Sachsen ist nicht mehr Abwanderungsland, seit letztem Jahr sind wir Zuwanderungsland. In einer Umfrage unter jungen Akademikern war Sachsen neben Baden-Württemberg und Bayern eine der drei Regionen in Deutschland, wo sich junge Leute vorstellen können, zu arbeiten und zu leben. Wir haben die höchste Investitionsquote aller Bundesländer ohne Neuverschuldung. Wir haben den höchsten Anteil an Schulen mit Ganztagsangeboten bundesweit. Wir sind ein Top-Forschungs- und Wissenschaftsstandort und Sachsen ist beim Tourismus deutsches Kulturreiseland Nummer 1. Ist das eine Schadensbilanz, meine Damen und Herren? Eher hat die SPD einen Schaden, und zwar einen ganz gewaltigen. Die Sachsen sind von der Attraktivität ihres Landes überzeugt. Das zeigen auch die Umfragen. Aber wenn man von sich selbst, von seinem Land überzeugt ist, heißt das ja noch nicht, dass man von woanders auch so gesehen wird. Wir haben gesehen, dass es noch Potenziale gibt in Deutschland und im europäischen Ausland. Es hat sich noch nicht überall rumgesprochen, dass Sachsen als Tourismusland super attraktiv ist, dass es sich hier gut wohnen und arbeiten lässt. Und nun kann man kleingeistig provinziell, wie es die SPD macht, sagen, wir tun nichts dafür, wir machen vielleicht eine Imagekampagne, indem wir eine Anzeige im Wochenkurier schalten, das kostet uns 1.000 Euro, da sparen wir über 34 Millionen Euro und die stecken wir dann woanders rein. Das kann man machen als Sozialdemokrat, klar. Aber, meine Damen und Herren, wir sind der Auffassung, wir wollen offensiver für Sachsen kommen, weil wir etwas zu verkaufen haben. Und es ist genau die Saat, die wir aussehen, damit wir in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich sind, damit wir Geld einnehmen und damit wir eben auch Bildung und Sozialleistungen finanzieren können und nicht das Geld einmal verfrühstücken und dann kommt die Sinnflut. Das ist sozialdemokratische Politik. Wir investieren in Wachstum und in Wohlstand und wir sehen es langfristig im Gegensatz zu Ihnen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Herr Kollege. Aber gern doch. Bitte, Frau Kollegin Stange. Herr Herbst, ist Ihnen bekannt, dass die Imagekampagne Studieren in Sachsen aus einem SPD-regierten Ministerium heraus in Aktion gesetzt wurde und dass sie sehr erfolgreich, auch heute noch sehr erfolgreich, in Sachsen läuft? Merken Sie gerade, dass Sie sich selbst widersprechen, weil Sie ja vorhin sagten, die Imagekampagne, das Geld sollte man ja lieber für die Verbesserung des Kitaschlüssels ausgeben. Das hätten Sie ja zu Regierungszeiten machen können. Also Ihre Glaubwürdigkeit ist relativ gering. Und dass Studenten hier nach Sachsen kommen, hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass wir doppelte Abiturjahrgänge im Westen haben, dass die Wehrpflicht weggefallen ist, dass wir durchaus interessante Studienangebote in Sachsen haben, dass die Lebenshaltungskosten hier günstig sind, dass Leute zu uns kommen. Wenn man nachhaltig Standortwerbung macht, ist das keine Frage von einem oder zwei Jahren. Wenn Sie sich mal umgucken, welche Regionen das erfolgreich machen, beispielsweise Südtirol, das macht man nicht über Nacht. Deswegen ist auch Ihr Vorwurf,
Das wäre jetzt PR für die Regierung. Völlig schwachsinnig. Jede Regierung sollte Standortwerbung machen und das Land sollte zuerst stehen und nicht die billige Parteipolemik wie bei der SPD, meine Damen und Herren. Gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage? Herr Kollege, bitte noch eine weitere Zwischenfrage von Frau Kollegin Stange. Herr Herbst, ist Ihnen bekannt, dass das Geld für diese Image-Kampagne aus den Bundesmitteln für den Hochschulpakt gekommen ist und nicht aus dem Land Sachsen? Da möchte ich noch mal zurückfragen, ist Ihnen bekannt, dass alle öffentlichen Mittel, die wir hier ausgeben, Steuergelder sind und es keinen Unterschied macht? Ich meine, für die Sozialdemokraten, Frau Stange, diese Argumentation ist wirklich super bestechend. Für die Sozialdemokraten fällt ja Geld vom Himmel. Also da bleibt einem nur der Mund offen stehen, da ist es mit den Eurobonds, also wirtschaftspolitisch fast noch, das kann man fast noch drüber wegsehen. Also wirklich peinlich. Meine Damen und Herren, wir kennen Sachsens Vorzüge und wir wollen sie bekannter machen. Dafür muss man etwas tun, sie nicht, aber wir wollen es tun. Ich will nur am Ende nochmal Dante zitieren. Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie an und handelt. Wir handeln, sie kritisieren. Das ist der Unterschied zwischen Ihnen und uns.